Die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach Griechenland, Portugal, Spanien und Irland geht es nun um ein Rettungspaket für einen Großteil der Banken auf Zypern. Nicht für die Bevölkerung, nicht für die Wirtschaft, sondern wieder für die Banken. Laut Deutscher Bundesbank haben wir bisher rund 65 Milliarden Euro für die Rettungspakete für die Banken in Europa aufgewendet. 65 Milliarden Euro. Und seit 2008 haben wir für die Rettung der deutschen Banken in Deutschland 285 Milliarden Euro aufgebracht. Wenn ich das mal addiere, ist das ein Betrag von 350 Milliarden Euro. Und die Frage ist, wird dieses Geld je zurückfließen? Sie sorgen im Süden Europas dafür, dass diese Länder niemals in der Lage sein werden, das Geld zurückzuzahlen. Und von den Banken trauen sie es sich ja gar nicht ernsthaft zu fordern. Auch beim Rettungspaket für die zyprischen Banken haften wir wie bei Irland, Griechenland, Spanien und Portugal mit 27%. Und zwar haften die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und zwar für den Fall, dass diese Länder nicht in der Lage sind, fristgerecht die Darlehen zurückzuzahlen. Und alle Auflagen, die sie erteilen, und das gilt auch für Zypern, führen zu einem Rückgang der Kaufkraft, zu einem Rückgang der Wirtschaft und damit auch zu einem Rückgang der Steuereinnahmen. Zypern und die anderen Länder werden deshalb nicht in der Lage sein, die Darlehen zurückzuzahlen. Und wovon sollen denn dann die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler das Geld aufbringen? Es fehlt uns Geld für Kindertagesstätten, überhaupt für Bildung, für Gesundheit, für Investitionen, für Renten und Sozialleistungen. Zypern braucht zur Rettung und zur Abwicklung von Banken 23 Milliarden Euro. 13 Milliarden sollen die Zyprioten selbst aufbringen, 10 Milliarden sollen als Darlehen dazukommen. Die Wirtschaftsleistung Zyperns liegt bei 17 Milliarden Euro. Woher sollen die denn 13 Milliarden Euro nehmen? Übrigens waren es ja zunächst nur 7,5 Milliarden Euro und dann wurden es 13 Milliarden. Und weshalb? Weil die Reichen Tipps bekamen vor der Konteneinfrierung und ihr Geld noch abziehen konnten aus Zypern. Wer klärt das eigentlich mal auch auf? Auch die Tatsache, dass da Angehörige des konservativen zypriotischen Präsidenten dabei waren. Ich meine, das ist doch wirklich ein starkes Stück. Und jetzt hat eine Beraterfirma hat festgestellt, dass die Beweismittel schon vernichtet worden sind. Ich meine, das ist doch alles der Gipfel der Unverschämtheit, um das auch mal ganz klar zu sagen. So, und für die 10 Milliarden, die als Darlehen kommen, was verlangt die Troika und vor allem voran auch die Bundesregierung dafür? Sie verlangen wieder Privatisierung, wieder Renten- und Lohnkürzungen und Entlassungen. Sie haben es ja auch gerade gesagt, Herr Fricke, dass das alles erforderlich sei. Nun wurde aber festgestellt, dass das zyprische Parlament zustimmen muss. Und im Unterschied zu unserem leisten die gelegentlich Widerstand. Also warten wir mal ab, was dort passieren wird. Aber zunächst, und das war eine wirklich dramatische Fehlentscheidung, und da hat Herr Steinmeier auch recht, Herr Bundesfinanzminister, sollten ja alle Sparerinnen und Sparer haften. Die kleinsten Konten sollten herangezogen werden. Und ich muss Ihnen mal sagen, faktisch sollte die Einlagensicherung von 100.000 Euro abgeschafft werden. Aber was das Schlimmste ist, dann habe ich hier darüber gesprochen und dann haben Sie mir vorgeworfen, dass ich die Sparerinnen und Sparer verunsichere. Nein, nicht ich verunsichere Sie, sondern mit der Zustimmung der Bundeskanzlerin und des Bundesfinanzministers, jedes Konto in Zypern heranzuziehen, ist die Verunsicherung eingetreten. Also, beim neuen Rettungspaket ist es so, betroffen sind die Anleger bei der Laiki Bank, die vollständig abgewickelt werden soll. Hier sollen alle Sparguthaben über 100.000 Euro eingezogen werden. Das ist wohl rechtlich nicht ganz unproblematisch. Auf andere Seiten komme ich noch. Die anderen Banken, da soll ein Schuldenschnitt erfolgen, und zwar durch Einbehaltung von 60% der Sparguthaben über 100.000 Euro. Aber trifft es wirklich die Vermögenden und die Reichen? Nicht die Banken, sondern die Sparerinnen und Sparer. Aber trifft es wirklich die Vermögenden, die Reichen? Das wäre doch eine Chance. Nein, die haben sich ja längst aus dem Staub gemacht. Wer zahlt also nun für die Banken auf Zypern, in Zypern selbst?
Es sind vor allem die Pensionskassen, also das Ersparte der Rentnerinnen und Rentner, die enteignet werden. Die Gelder der Rentenkasse auf der abzuwickelnden Leitgebank sind komplett weg. Bei den Verhandlungen mit der Troika versuchte die zyprische Seite, die Pensionskassen vor ihrer Enteignung zu schützen. Ich komme auf die Grünen noch zurück. Sie sollten nicht so viel dazwischenrufen. Sie werden noch was zu hören bekommen. Die Pensionskassen vor ihrer Enteignung zu schützen. Aber die Troika lehnte dies kategorisch ab. Bezahlen müssen die Krise auch die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, liebe FDP, für die Sie angeblich immer so kämpfen, die mehr als 100.000 Euro auf dem Konto hatten, zum Beispiel um Löhne und Vorleistungen zu bezahlen. Viele von Ihnen müssen jetzt den Konkurs anmelden. Sie gehen in Insolvenz. Sie müssen Ihre Beschäftigten entlassen. Die Anleger versuchen natürlich, so schnell wie möglich Zypern zu verlassen. Das stürzt Zypern in eine noch tiefere Krise. Was bitte soll das alles, Herr Bundesfinanzminister? Was haben Sie, was haben wir davon? Als wir in Deutschland in einer solchen Situation waren, haben wir ein Konjunkturprogramm beschlossen. Und von den anderen verlangen wir regelmäßig, alles abzubauen, bis die Krise sich noch deutlich verschärft hat. Dann soll privatisiert werden. Ich nenne Ihnen die drei Beispiele. Die staatliche Telefongesellschaft, die staatlichen Häfen und die staatlichen Stromerzeuger sollen privatisiert werden. Diese Unternehmen haben aber Zypern Geld gebracht. Wenn die jetzt unter Not verbilligt verkauft werden müssen, fließt nie wieder Geld aus diesen Unternehmen an den Staat. Auch das macht es noch unwahrscheinlicher, dass Zypern die Darlehen zurückzahlen kann. Und es macht es mithin wahrscheinlicher, dass gerade und vornehmlich auch die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dafür haften. Die Mehrwertsteuer wird von 17% auf 19% erhöht. Die Staatsangestellten müssen auf 14,5% ihrer Gehälter verzichten. Ab 2014 werden ihre Renten deutlich sinken. Das gilt für die Kindergärtnerin, das gilt für den Müllfahrer. All die müssen die Krise bezahlen, obwohl sie nichts damit zu tun haben. Die EU prognostiziert infolgedessen einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Zypern in diesem Jahr von 9%. Im nächsten Jahr noch mal von weiteren 4%. Die Arbeitslosigkeit wird weit über die jetzigen 15% explodieren. Und diese Prognosen waren regelmäßig zu optimistisch. Sie werden es auch in diesem Falle sein. Und heute ist in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, dass der ganze Autoexport, die Autoindustrie in Nordeuropa, in Mitteleuropa rückläufig ist, und zwar um 10% und in Deutschland sogar um 13%. Merken Sie denn nicht, Sie leiten einen völlig falschen Kreislauf ein. Wir nehmen auch uns die wirtschaftlichen Chancen, wenn wir den Süden Europas derart verarmen, wie Sie das regelmäßig beschließen. Und ich habe mal eine Frage. Wann endlich haften eigentlich die Banken für Banken? Was passiert denn, wenn ein Bäckermeister in Insolvenz gehen muss? Kommt da einer von dieser Regierung oder von SPD und Grünen und sagt, natürlich retten wir den armen Bäckermeister? Keiner kommt. Überhaupt bei Industrieunternehmen passiert das nicht. Nur bei den Banken. Da können sich die Anteilseigner und die Eigentümer darauf verlassen. Sie können treiben, sie können zocken weltweit, wie sie wollen. Spielt keine Rolle. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler übernehmen immer ihre Entschädigung. Das ist nicht länger hinnehmbar. Und um nicht missverstanden zu werden, die Sparguthaben der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen, die kann man retten, aber nicht die Großaktionäre, nicht die weiteren Aktionäre und auch nicht die Anteilseigner. Ansonsten heißt es, wenn sich was verzockt hat, wo ich als Anteilseigner dafür stehe, habe ich eben Pech gehabt. Nur bei den Banken gilt das nicht. Das hat übrigens auch, meine liebe FDP, mit Marktwirtschaft gar nichts zu tun. Der Markt hört bei Banken auf, und das rügt die Linke. So weit ist es schon gekommen in Deutschland. Also, was könnten wir machen, damit die Banken haften? Ja, wir brauchen einen Bankenabwicklungsfonds, in den auch die Banken und in erster Linie die Banken einzahlen. Aber das wurde von der Bundesregierung verhindert. Ja, wir müssen etwas gegen die Kapitalflucht oder die Steueroasen tun. Es ist sehr schön, was Sie hier gesagt haben, Herr Steinmeier. Nur in Ihrer Regierungszeit haben Sie nichts, aber auch gar nichts dagegen getan. Es waren ja nicht die Finanzbehörden, sondern ein Netzwerk von Journalistinnen und Journalisten, das Datensätze von über 130.000 Millionärinnen und Millionären aus über 170 Ländern öffentlich machte und dabei feststellte, dass ein Vermögen von rund 24 Billionen Euro, das ist mehr als ein Drittel der Wirtschaftsleistung der ganzen Welt, vor den Steuerbehörden versteckt werden.
Mein Gott, und wenn eine Hartz-IV-Empfängerin mal eine falsche Angabe macht und 10 Euro zu viel kriegt oder es eine leichte Lohnüberzahlung gibt, da haben wir Leute, die sich darum kümmern. Da gibt es sofort Sanktionen. Aber bei Millionen und Milliarden achtet überhaupt keiner darauf. Wir forderten den Aufbau einer Bundesfinanzpolizei, eines Steuer-FBI. Und ich muss nun sagen, Herr Bundesfinanzminister, Ihr Staatssekretär hat sich ja wahrscheinlich in Ihrem Auftrag unserer Idee angeschlossen. Und ich muss Ihnen noch was sagen, Herr Bundesfinanzminister, wenn Sie sich viel häufiger und viel früher unseren Ideen anschlössen, wären wir schon raus aus der Krise. Wir schlagen vor, endlich das Steuerrecht zu reformieren, dass nämlich deutsche Staatsangehörige, ganz egal wo sie wohnen, mit ihrem Einkommen in Deutschland steuerpflichtig werden. Dabei sind die im Ausland bereits gezahlten Steuern selbstverständlich von der Steuerschuld abzuziehen. Und dasselbe muss das für das gesamte Vermögen gelten, wenn wir endlich wieder eine Vermögenssteuer heben. Wir hatten das hier schon einmal beantragt. Da waren Sie alle dagegen, auch die Grünen und die SPD. Und wissen Sie, was Sie gesagt haben? Es sei zu bürokratisch. Das ist völliger Unsinn. Wir brauchen ein bisschen Bürokratie, um Steueroasen wirksam bekämpfen zu können. Und außerdem müssen wir Banken, die Kunden bei der Steuerflucht behilflich sind, die Lizenz entziehen. Das ist ganz einfach. Also, wenn wir sicherstellen, dass die Eigentümer der Banken, die Inhaber von Bankenanleihen, vollständig zur Deckung der Verluste der Banken herangezogen werden, dann gibt es auch einen Weg aus der Krise. Und nun brauchen wir in Deutschland und Europa regelmäßig eine Vermögenssteuer für ein privates Vermögen von über 1 Million Euro und auch eine einmalige Vermögensabgabe. Warum trauen Sie sich das nicht? Mein Gott, eine Gesellschaft lebt nicht davon, dass die Armen immer ärmer werden und mehr und die Reichen immer reicher werden. Wir brauchen hier mal eine Korrektur. Selbst die Konservativen müssten mal den Mut dazu aufbringen. Aber jetzt sage ich als Letztes zur SPD und Grüne. Sie werden ja wieder zustimmen. Klar, wie bei allen Rettungspaketen werden Sie auch diesmal wieder zustimmen. Damit sagen Sie aber, und das müssen Sie dann auch rechtfertigen, Ja zur Enteignung der Rentnerinnen und Rentner in Zypern, Ja zum Sozialabbau in Zypern, Ja zur Lohnkürzung in Zypern und zu einer völlig falschen Privatisierung. Sie sagen auch Ja zur Entlassung von Leuten und zur Haftung auch und gerade der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland. Sie sagen Ja zur Bezahlung der Krise durch Unbeteiligte und Unschuldige. Nur auf uns ist Verlass. Wir werden und können einem solchen Programm nicht zustimmen. Ich erteile das Wort nun dem Kollegen Dr.